globaler Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort ist mit seiner vielfältigen Universitätslandschaft der ideale Ort für mathematische Spitzenforschung, Made in Germany. Mit dem Martion wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein einzigartiges Exzellenzzentrum realisiert, dessen erstes Ziel die Effizienzsteigerung technologischer Entwicklungen durch Mathematik ist. In diesem Sinne modelliert, simuliert und optimiert das Martion reale Prozesse für innovative Entwicklungen. Und während der urbane Alltag meist unsichtbar geprägt ist von Zahlen, konzentriert sich die mathematische Forschung in Berlin auf 5 Standorte. Die mathematischen Bereiche der Universitäten FU, HU und TU sowie das Weyer-Strass-Institut für angewandte Analysis und Stochastik und das Konrad-Zuse-Zentrum, kurz ZIP. Das ZIP beschäftigt sich mit der Lösung hochkomplexer Probleme, die mit herkömmlichen Methoden nicht gelöst werden können. In Kooperation mit interdisziplinären Partnern werden hier mathematische Modelle und effiziente Algorithmen entwickelt. Die zur Optimierung notwendige Rechnerleistung ist nur auf dem ZIP-eigenen Hochleistungsrechner verfügbar. Seine Kapazitäten werden auch für ein Projekt zur Modellierung und Optimierung von Gasnetzwerken genutzt. Hier arbeiten die Mathematiker des ZIP und Martion als zentraler Knoten eines deutschlandweiten Kooperationsnetzwerks mit einem der größten Gasnetzbetreiber in Europa zusammen. Ziel ist die vollständige mathematische Beschreibung des gesamten Netzwerkes. In einem weiteren Bereich der molekularen Forschung arbeitet das ZIP eng mit Forschern der Charité zusammen, um aus mathematischen Modellen für die molekulare Bewegung neue Schmerzmedikamente zu entwickeln. Basis sind spezifische Moleküle, deren Form so veränderlich ist, dass sie andere Moleküle, zum Beispiel Schmerzrezeptoren, an- und abschalten können. Mathematiker des ZIP arbeiten dafür in einem gemeinsamen Martion-Projekt mit dem Mathematikinstitut der FU Berlin zusammen. Gemeinsam wurde eine mathematische Methode entwickelt, mit der die Bewegungen großer Moleküle zuverlässig berechnet werden können. So können jetzt auch die Funktionen von Proteinen untersucht werden. Das hilft dabei, komplexe Krankheiten besser zu verstehen. Dafür muss jedoch das Zusammenspiel vieler Proteine analysiert werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Untersuchung von Störungsmustern, die Krankheiten in der Proteinzusammensetzung unseres Körpers hinterlassen. Im Martion sind Verfahren entwickelt worden, die eine Blutprobe nach solchen Störungsmustern durchsuchen. Neben der Diagnose arbeiten die Martion-Wissenschaftler auch an neuen Therapiemöglichkeiten. So wurde beispielsweise zum besseren Verständnis der Belastbarkeit eines Kniegelenks in Zusammenarbeit mit Medizinern ein virtuelles, anatomisch korrektes Kniemodell entwickelt. Dieses Modell, mathematisch beschrieben als ein kompliziertes System partieller Differentialgleichungen, erlaubt die exakte Simulation der Lastverteilung im Knie eines spezifischen Patienten. Musik
Solche Gleichungen beschreiben im Matheon aber auch noch ganz andere mathematische Modelle. An der HU werden sie für Anwendungen in der Automobilindustrie genutzt. Hier helfen sie, die spezifischen Bewegungen von Flüssigkeiten oder Gasen durch einen Automotor zu beschreiben. Bei einem vorgegebenen Motordesign kann so die Temperatur- und Druckverteilung in einem Motor und seinen Zu- und Ableitungen simuliert werden. Gemeinsam mit Experten aus der Automobilindustrie wird beispielsweise an einer optimalen Motorgestaltung gearbeitet, die spezifische Vorgaben umsetzt und einhält. Beschäftigung mit Optimierung bedeutet am Matheon auch aktive Forschung zum Thema Risiko. Die Hauptkompetenz liegt dabei in der Risikoabschätzung und Minimierung an den Finanzmärkten. Eine Kernfrage ist, wie sich Risiko robust messen lässt. Robustheit bedeutet Verringerung der Abhängigkeit von unsicheren Modellannahmen und Parametern, deren Schätzungen sich gerade in einer Krise stark ändern können. Ziel ist eine stabilere Risikomessung, die einen Sicherheitspuffer für überraschende Krisenszenarien sicherstellt. Diese Forschungen sind im Weyer-Strass-Institut für angewandte Analysis und Stochastik, kurz WIAS, angesiedelt. Hier wird theoretisch der Frage nachgegangen, wie man das Risiko für umfangreiche Portfolios und Geschäfte großer Banken quantifizieren und absichern kann. Den Schwerpunkt bilden hierbei moderne Zinsstrukturmodelle, deren Kalibrierung sowie die effiziente Berechnung von Risikokennzahlen und Absicherungsstrategien. Mathematik kann dabei helfen, einen besseren Kompromiss zwischen Risiko und Rendite zu finden. Neben finanzmathematischen Fragestellungen beschäftigen sich die Forscher des WIAS auch mit Fragen der Materialwissenschaften. Sei es die Konstruktion von Dünnschicht-Solarzellen mit maximalem Wirkungsgrad, die Produktion von Stahl mit besonderen Eigenschaften oder die Beschichtung von Oberflächen, wie zum Beispiel bei Autolacken. Fast immer geht es darum, die grundlegenden Gleichungen zur Beschreibung der Materialeigenschaften zu finden, um dann die Herstellung und Zusammensetzung des Materials zu optimieren. Solche Probleme können nur in großen Teams aus Experten der Anwendungswissenschaften und anderen Mathematikern auch von der TU angegangen werden. Ein spürbares Ergebnis der Forschungsarbeiten des Matheon lässt sich auf dem Weg vom WIAS zur TU live erleben. Dank der mathematisch optimierten U-Bahn-Fahrpläne konnten die durchschnittlichen Wartezeiten auf Anschlüsse bei gleichem Zugaufkommen im Normalbetrieb deutlich verringert werden. An der TU arbeiten die Wissenschaftler des Matheon an einer Reihe von Optimierungsproblemen. Wie zum Beispiel das Design von Dünnschicht-Solarzellen oder die Geräuschminimierung im Innenraum eines Pkw. Hierbei wird in jedem Teilschritt des Fahrzeugdesigns vorausberechnet, wie sich verschiedene Fahrgeschwindigkeiten auf die Innengeräusche auswirken und wie sich diese mit kleinstmöglichen Konstruktionsanpassungen minimieren lassen. Neben der mathematischen Forschung ist auch die Nachwuchsförderung und Ausbildung eine wesentliche Kernaktivität des Matheon. So wurde in Zusammenarbeit mit der Berlin Mathematical School die Doktorandenausbildung der Berliner Mathematik zusammengefasst. An den Berliner Schulen reicht das Engagement von Projekten zur Modernisierung des Mathematikcurriculums über die Weiterbildung für Mathematiklehrer zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Lehrerbildung bis zu Vortragsreihen an Schulen oder in der Berliner Urania. Die TU ist der Sitz der Geschäftsstelle des Matheon.
Hier laufen die Fäden der über 60 Anwendungsprojekte zusammen. Hier werden alle strategischen und finanziellen Entscheidungen des Forschungszentrums durch den Vorstand koordiniert und die Öffentlichkeits- und Pressearbeit des Zentrums organisiert. 10 Jahre Martion. 10 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit an 5 Instituten, vereint in einer Vision. Mathematische Spitzenforschung, die auf grundlegende, anwendungsbezogene und nachhaltige Innovationen abzielt. 5 plus 1 gleich 10.